virtuelle Welt. Sie nähert sich immer weiter unserer realen Welt an. Wir können oft schon gar nicht mehr unterscheiden, was ist echt und was am Computer generiert. Für Martin und Nico, Studenten aus Osnabrück, heißt es jetzt wieder zocken, bis die Daumen glühen. Sie nutzen jede freie Minute und verbringen ihre Zeit vor der PlayStation. Reine Zeitverschwendung? Oder ein sinnvolles Training für die Herausforderungen der wirklichen Welt? Auf der deutschen Meisterschaft der Offroad-Sportler am Nürburgring sollen die Konsolenspieler jetzt ihr Können unter Beweis stellen. Zocken muss unbedingt sein, das ist eigentlich Pflicht täglich. Am besten so für 2-3 Stunden mindestens. Ja, ich meine, ein bisschen Erfahrung haben wir gesammelt hier an der PlayStation. Und die Strecken sind ja vergleichbar. Die Reaktionsfähigkeit ist auch ein bisschen trainiert. Und also, sagen wir mal, Chancen haben wir. Bestimmt. Nachdem sie ihre Runde an der Konsole zu Ende gebracht haben, treffen sie auf zwei, die ihre Zeit im Rennbuggy verbringen. Die Brüder Wagelmann. Die deutschen Vizemeister rasen durch wirklichen Dreck und Schlamm und können Zocker nicht ganz ernst nehmen. Das ist aber was anderes hier zu legen, als mit dem Daumen so ein bisschen zu steuern. Hier muss man richtig zupacken können. Ja, okay. Aber ich denke, das schaffen wir auch. Wir haben ja gut trainierte Daumen. Ja. Und Reaktion. Oh. Richtig schnelle Reaktion haben wir. Ja, dann testen wir das nachher mal. Ein bisschen Schiss in der Buchse müsst ihr schon haben. Schiss in der Buchse? Ja, ich meine, Auto ist Auto, oder? Also, rechts ist das Gas. Ja. Dann fahren wir ein Duell gegen euch. Auf jeden Fall. Das machen wir. Ja, wir sind dabei. Prima. Okay, super. Der Plan steht. Die Studenten lassen es darauf ankommen und wollen den Profi-Racern zeigen, dass sie sich durch ihr Spiel konditioniert und keine Angst vor dem wirklichen Schlamm und Dreck haben. Doch bevor sie auf die Strecke dürfen, werden sie vom Offroad-Insider Thomas Borossi auf die Gefahren hingewiesen. Sie müssen zuerst einen Test mit den 160 PS Rennbuggys bestehen. So, wir haben hier eine Strecke für euch aufgebaut, eine Pylonenstrecke. Da könnt ihr lernen, wie ihr mit dem Fahrzeug umzugehen habt auf der Wiese. Hier ist das sicherlich etwas anderes als nachher im Gelände, wenn ihr Offroad-Rennen fahrt. Ja. Aber die grundsätzliche Fahrzeugbeherrschung könnt ihr hier lernen. Martin und Nico starten. Mit den bis zu 160 km/h schnellen Rennbuggys manövrieren sie überraschend gekonnt durch die Slalomstrecke. Zum Abschluss bremsen sie zwar zu spät, doch der Experte ist insgesamt zufrieden mit der Leistung der Rennnovizen. So Jungs, das war prima. Ich habe gesehen, ihr habt das Fahrzeug schon gut im Griff. Das ist jetzt auch wichtig, wenn ihr auf die Rennstrecke geht. In der virtuellen Welt könnt ihr auf Reset drücken, wenn ihr gegen Baum fahrt. Hier auf der Rennstrecke müsst ihr auf euer Leben drauf aufpassen. Ihr habt nur eins, also macht das Beste draus. Die Reaktionsfähigkeit, die man beim Computerspielen erlernt, hat uns hier sehr geholfen. Ich denke, wir sind gut vorbereitet. Wir haben eben noch mal eine Runde PlayStation gezockt. Und jetzt geht's richtig los. Wir geben Gas. Und ich denke, die Jungs können wir auch packen. Ja, mit ein bisschen Glück schaffen wir das. Ich denke nicht. Das sehen die Profis ganz anders. Haben die eine realistische Chance, den Parcours zu schaffen? Zu schaffen, ja. Es kommt nur dann auf die Zeit drauf an. Wie gut sie durchs Wasserloch kommen und ob sie die Berge hochkommen. 3, 2, 1, 2. Das entscheidende Rennen startet. Die Rennovizen wollen nicht doof dastehen. Sie geben genauso Gas wie die Profis. Und es sieht auch nicht schlecht für die beiden Studenten aus. Doch die deutschen Vizemeister im Offroad-Sport sind routinierter und haben schon nach 20 Sekunden einen relativ großen Vorsprung herausgefahren. Nico und Martin sind schon nach einer halben Runde erschöpft. Und jetzt kommen erst die großen Hürden. Sie müssen einen Steilhang bezwingen. Und das gelingt ihnen nicht beim ersten Anlauf. Auch der zweite Anlauf ist nicht von Erfolg gekrönt. Währenddessen rasen die Profis ohne Probleme ins Ziel. Und die Studenten rollen den Abhang ein zweites Mal hinab. Das endgültige Aus? Eine Runde schon alles vorbei? Ja, wir warten ja noch auf die anderen. Die geben jetzt noch mal richtig Gas und kommen wieder in Fahrt. Doch ihren Rückstand können sie nicht mehr aufholen. Na, ich höre was. Da sind sie.
verloren. Das war mal ein anderes als das Spiel, oder? So eine Scheiße. Ja, geht gar nicht, ey. Also keine Kontrolle mehr über Gas gehabt. Ich wollte Gas geben, aber da kam dann nichts mehr. Da sind wir den Berg runtergerutscht und echt keine Kontrolle mehr gehabt. Das Ganze zwei, dreimal. Das ist alles mal rutschig. Ich muss jetzt erstmal Pause haben und eine riesen geile Dusche brauche ich. Also ist alles ganz anders aber eigentlich. Du fährst eigentlich ohne Sicht. Guck dir die Brille an. Da siehst du nichts. Du schlägst auf. Also ich muss hier, glaube ich, raus, ey. Die Erfahrung, die anderen mitgebracht haben für Offroad-Strecken, war ausschlaggebend. Die Novizen sind mit viel Adrenalin im Blut in die Strecke gegangen und haben bewiesen, dass sie was drauf haben. Und die PlayStation hat ihnen vielleicht auch was gebracht. Aber wenn sie noch 10 Runden fahren, können sie es genauso gut. Die Simulation auf der Konsole kann Menschen aufs wirkliche Leben vorbereiten. Doch die Erfahrungen, die man in der Wirklichkeit sammelt, sind wichtiger und prägender. Schlau ist, wer beide Welten geschickt kombiniert.